Wenn du ein DS besitzt, dann kennst du sicher das Spiel Animal Crossing Wild World. Falls es jemand nicht kennt, man zieht in eine neue Stadt, wo man alle möglichen Sachen machen kann, wie Insekten fangen oder angeln. Eigentlich nichts Aufregendes, es gibt keine Handlung oder so. Aber irgendwie machte es doch Spaß. Wie auch immer. Früher habe ich dieses Spiel sehr, sehr oft gespielt. Aber mit der Zeit wurde es doch etwas langweilig. Ich bekam neuere Spiele. Super Mario Bros., Sonic Colors, Pokémon HeartGold etc. etc. Irgendwann verstaubte Animal Crossing nur noch im Regal. Bis vor ein paar Tagen. Meine Mutter hatte mich gebeten, mein Zimmer nach Sachen für den Flohmarkt zu durchsuchen. Ich kramte sämtliche Schränke durch und dabei fiel mir Animal Crossing in die Hände. Die Hülle war wirklich verstaubt und musste schon seit über 2 Jahren im Schrank stehen. Ich hatte das Spiel gar nicht vermisst, aber jetzt, wo ich es gefunden hatte, erinnerte ich mich daran, wie viel Spaß ich immer gehabt hatte. Also kramte ich meinen alten DS, den ich, seit ich meinen Laptop bekommen hatte, auch kaum noch benutzte, raus und startete das Spiel. Als das Nintendo-Logo erschien, war ich wirklich ein bisschen aufgeregt. Ich konnte mich gar nicht mehr erinnern, was ich gemacht hatte, als ich das letzte Mal gespielt hatte. Ich wusste nicht mal mehr, wie weit mein Haus schon ausgebaut war. Der Startbildschirm erschien. Hallo, du willst bestimmt spielen, nicht wahr? Kurz überlegte ich, einfach ein neues Spiel zu starten. Aber ich war zu neugierig, wie meine alte Stadt jetzt aussah. Außerdem hatte ich gut 3 Jahre in diesen Spielstand investiert und ich wollte ihn jetzt nicht einfach löschen. Also drückte ich Spiel fortsetzen. Kurz erschien der Ladebalken, dann sah ich meinen Dachboden. Mein Spielcharakter lag in seinem Bett und schlief. Ich tippte ihn an, der Charakter stand auf und das Spiel lud. Endlich! In diesem Moment fiel mir etwas auf. Hinten an der Wand, neben dem Telefon, war ein komischer roter Fleck. Es sah aus wie Blut. Aber bevor ich genauer hingucken konnte, wurde der Bildschirm dunkel. Der Charakter kam aus der Haustür und holte seine Angel raus. Mein Haus war groß, also hatte ich es wohl bis zum Ende ausgebaut. Jetzt war ich neugierig, wer alles in meiner Stadt wohnte. Also öffnete ich die Karte. Kiki, Tanja, Manfred, Rosi, Wuffi. Keine Ahnung, ob die alle in der Zeit, in der ich nicht gespielt hatte, neu zugezogen waren oder nicht. Ich wollte die Karte wieder schließen, als ich es bemerkte. Nukes Laden war nicht eingezeichnet. Was sollte das denn? Anscheinend war das Spiel irgendwie im Arsch. 2 Jahre im Regal waren wohl doch nicht so gut. Aber egal. Ich lief zum Fluss, um zu angeln. Obwohl ich dazu fast die ganze Stadt durchqueren musste, traf ich keinen meiner Nachbarn. Komisch. Ich warf die Angel aus und wartete. Nach circa 3 Sekunden biss etwas an. Ja! Okay, ich geb's zu. Ich war wirklich aufgeregt. Ich zog die Angel aus dem Wasser. What the fuck? Was war das denn? Ich wusste es im ersten Moment nicht genau, aber es war kein Fisch an der Angel. Auch kein Reifen oder alte Dose. Es sah aus wie ein abgetrennter Kopf. Aber das konnte doch nicht sein. Das hier war ein Kinderspiel. Was zur Hölle? Wahrscheinlich war das irgendein Grafikfehler. Ein komischer Glitch, nichts weiter. Leicht beunruhigt öffnete ich meine Tasche, um meine Items anzusehen. Goldschaufel, Goldschleuder, Kescher, Apfel, 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 abgetrennter Kopf. Fast ließ ich den DS fallen vor Schreck. Was war das für ein Glitch? Ich schloss das Menü.
Was war hier los? Nach einigen Minuten beschloss ich, einen meiner Nachbarn zu besuchen. Vielleicht konnten die mir das Ganze hier erklären. Ich lief los. Das erste Haus, zu dem ich kam, war das von Manfred. Ich ging rein. Gleich darauf wünschte ich, ich hätte es nicht getan. Manfreds Zimmer. Nun, es war komplett rot. Aber nicht, weil der Teppich und die Tapete von sich aus rot waren. Es war Blut. Eindeutig. Es war überall hingespritzt. An die Wand, auf dem Boden, auf die Möbel. Und mitten in diesem Raum lag Manfred. Naja, zumindest sein Körper. Nur der Kopf fehlte. Vollkommen geschockt starrte ich auf den Bildschirm. Was ging hier vor, verdammt? Ich verließ Manfreds Haus. Tausend Fragen schossen mir durch den Kopf. Was war hier los? Warum passierte das? Was würde noch passieren? War das Manfreds Kopf vorhin an der Angel? Vollkommen verwirrt und geschockt, lief ich weiter durch die Stadt. Ich hätte den DS einfach ausmachen können. Aber irgendwie konnte ich es nicht. Ich musste einfach wissen, was hier los war. Also rannte ich weiter, bis ich zu einem anderen Haus kam. Diesmal war es das von Rosie. Ich ahnte, dass dort drin eine weitere grausige Szene auf mich warten würde. Trotzdem ging ich rein. Es war noch schlimmer als beim ersten Mal. Wieder überall Blut. Rosie lag in der Mitte des Zimmers. Ihre Gliedmaßen waren abgetrennt und im Zimmer verteilt. Nur der Kopf fehlte komplett. Ich hatte den Drang zu schreien. Doch ich unterdrückte ihn. Egal, wie grausam das Ganze auch war. Es war nur ein Spiel. Dann sah ich die Worte an der Wand. Du bist die Nächste. Für ein paar Sekunden konnte ich mich nicht bewegen. Das war doch krank. Total krank. Ich rannte nach draußen. Du bist die Nächste. Sollte das heißen, dass ich auch sterben würde? Im nächsten Moment schlug ich mir selbst ins Gesicht. Was zur Hölle dachte ich da? Das war ein Spiel. Nur ein beschissenes Spiel. Es konnte mich nicht töten. Höchstens mein Spielcharakter, aber nicht mich. Meine Angst verwandelte sich in Entschlossenheit. Ich würde herausfinden, was hier los war. Ich lief zum nächsten Haus. Wuffis. Ohne zu zögern ging ich nach drin. Gleich darauf hätte ich mir für meine Blödheit am liebsten gleich nochmal ein paar Ohrfeigen gegeben. Wuffi lag vor der hinteren Wand. Wieder ohne Gliedmaßen, wie Rosie. Der Kopf fehlte wieder. Und Wuffi lag auf dem Rücken. Sein Bauch war aufgeschlitzt und pinke und grüne Pixel, die wohl die Gedärme darstellen sollten, quollen daraus hervor. Mir wurde ein bisschen schlecht. Meine Entschlossenheit, die ganze Sache aufzuklären, war extrem gesunken und hatte wieder der Angst Platz gemacht. Diese steigerte sich noch, als ich die Buchstaben an der Wand sah. Ich werde dich kriegen. Die Worte hallten in meinem Kopf. Ich werde dich kriegen. Wer denn, verdammt? Wer tat all diese kranken Sachen? Wie konnte das sein? Völlig verzweifelt rannte ich wieder nach draußen. Ich wollte nicht mehr. Ich wollte den DS ausschalten.
Ich wollte dieses verdammte Spiel beenden. Ich wollte diesem Albtraum entkommen. Warum ich es nicht getan habe? Ich weiß es nicht. Es war wie ein Zwang. Ich musste weiterspielen. Irgendetwas zwang mich dazu. Mir blieb nichts anderes übrig, als zum nächsten Haus zu laufen. Dem Haus von Kiki. Ich wollte nicht reingehen. Ich wollte die brutale Szenerie nicht sehen. Aber ich musste. Es war noch schlimmer als letztes Mal. Wieder waren die Gliedmaßen überall verteilt. Genau wie die Innereien. Der Kopf fehlte. Natürlich. Ich bekam Würgereiz. Das war so krank. Kikis Körper war komplett rot von dem Blut. Raus hier. Das war mein einziger Gedanke. Raus, raus, raus. Die Worte an der Wand registrierte ich zunächst gar nicht. Du kannst nicht entkommen. Dann rannte ich. Raus, weg, irgendwohin. Ich merkte gar nicht, wohin ich lief. Meine Gedanken waren so durcheinander. Irgendwann registrierte ich, dass ich am Strand stand. Irgendwie beruhigte mich das etwas. Alles sah so normal aus. Kein Blut, keine Köpfe, keine Gliedmaßen oder Gedärme. Alles, wie es sein sollte. Ich überlegte kurz, ob ich im Meer angeln sollte. Aber dann dachte ich an den Kopf. Nein. Stattdessen ging ich zu einer Palme und schüttelte sie. Eine Kokosnuss fiel herunter und... Nein. Am liebsten hätte ich losgeheult. Und den beschissenen DS an die Wand gekloppt. Neben der Kokosnuss... Ich weiß nicht, wessen Kopf. Ich war zu geschockt, um genauer hinzusehen. Aber wie der Kopf mich anstarrte. Leblos. Auf einmal wirkte das alles so realistisch. Wieder rannte ich. Ich wollte das hier beenden. Also musste ich zum letzten Haus. Tanjas Haus. Unterwegs kam ich am Stadttor vorbei. Ich musste nicht mal nach drinnen gehen. Harry und Wuff lagen draußen. Ich sah nicht näher hin. Beim Laden von Tina und Sina das Gleiche. Nukes Laden war nicht da. Natürlich. Er war ja auch nicht auf der Karte gewesen. Ins Rathaus wollte ich nicht. Vielleicht war das ja gar nicht nötig. Vielleicht würde das Ganze aufhören, wenn ich in Tanjas Haus gewesen war. Hoffentlich. Als ich bei ihrem Haus angekommen war, blieb ich ein paar Sekunden vor der Tür stehen. Ich wollte nicht. Tanja war immer mein Lieblingseinwohner gewesen. Warum auch immer. Aber ich konnte nichts anderes tun. Ich öffnete die Tür und ging rein. Ich weiß nicht genau, was ich erwartet hatte. Irgendwas Grausames. Aber nicht das. Wieder überall Blut. Das schockierte mich nicht mehr. Tanjas Körper hing an der Wand. Keine abgetrennten Gliedmaßen. Und ihr Kopf war auch noch da. Aber es sah aus, als wäre sie an ihren eigenen Gedärmen aufgehängt. Und sie lebte noch. Fast hätte ich auf den Boden gekotzt. Ich schaffte es gerade noch ins Badezimmer. Als ich wieder in meinem Zimmer war, hatte sich auf dem DS eine Textbox geöffnet.
Bitte, renn. Für mich ist es zu spät. Aber... Dann kam ein fürchterliches Geräusch aus den Lautsprechern. Ich spiele nie mit Ton. Das Geräusch klang... Ich kann es mit nichts vergleichen. Der Bildschirm war schwarz geworden. War es vorbei? Nein. Der Bildschirm wurde wieder hell. Ich stand vor dem Rathaus. Langsam war mir alles egal. Wenn ich das verdammte Spiel nur so beenden konnte, würde ich es tun. Also ging ich ins Rathaus. Es sah so normal aus. Kein Blut. Nichts. Peggy stand hinter dem Schalter. Ich beschloss, sie anzusprechen. Statt dem üblichen Gespräch erschien Folgendes. Du bist endlich gekommen. Ich dachte schon, ich müsste dich holen. Was? Peggys Augen färbten sich rot. Dann fing sie an zu lachen. Es klang so krank. Verrückt. Und dann hörte ich sie sagen, jetzt bist du dran. Du bist die Letzte. Ich war erledigt. Wusste nicht mehr, was ich tat. Warum tust du das? Warum hast du sie alle getötet? Sie konnte mich nicht hören. Das war doch ein Spiel. Doch Peggy antwortete, es hat Spaß gemacht. Du warst so lange nicht da. Mir war langweilig. Und jetzt bist du dran. Das war das Letzte, was sie sagte. Der Bildschirm wurde schwarz. Und egal, was ich tat, nichts passierte. Seitdem habe ich nicht mehr geschlafen. Das Haus nicht mehr verlassen. Ich habe meine Zimmertür verschlossen. Doch das wird sie nicht aufhalten. Ich habe das aufgeschrieben, damit jemand weiß, was passiert ist. Ich nehme an, dass alle denken werden, dass es Selbstmord war. Dass ich das alles getan habe. Doch das stimmt nicht. Sie. So wie sie es gesagt hat. Alles, was ich hier geschrieben habe, ist wahr. Ich bin nicht verrückt. Ich höre sie. Sie kommt. Sie ist da. Das Letzte, was ich sehe, ist das Messer. Das Messer, mit dem sie alle getötet hat. Mädchen 15 begeht brutale Morde. Gestern, dem 15.01.2013, entdeckte H. Smith seine 15-jährige Tochter tot in ihrem Zimmer. Sie hat sich auf brutale Weise das Leben genommen. Zuvor hat sie anscheinend mehrere ihrer besten Freunde umgebracht. Laut den Aussagen der Eltern war das Mädchen nicht psychisch krank. Trotzdem hat sie die Freunde brutal ermordet und ihnen unter anderem die Gliedmaßen und die Köpfe abgetrennt. Einer der Köpfe wurde in einem nahegelegenen Fluss gefunden. Im Zimmer des Mädchens fand man eine Art Abschiedsbrief, zu dem der leitende Polizeiinspektor Folgendes sagte. Anscheinend war das Mädchen geistig verwirrt. Sie beging die Morde und bezog sie danach auf ein Nintendo-Spiel. Der Auslöser ist absolut unklar. Es besteht Verdacht auf Schizophrenie. Die Ermittlungen sind damit fürs Erste abgeschlossen.